Reporter Tobi unter Stress. Warum? Weil er nur 15 Minuten warme Getränke kühlen und kalte Würste heiß bekommen muss. Es ist der Albtraum für Fußballfans. Man will das Spiel der Spiele gucken. Die Bude ist dekoriert, die Glotze funktioniert und 15 Minuten vor dem Spiel dann das. Nein. Fuck. Ich Idiot. Oh my God. Grill noch nicht an, Bratwurst kalt und Getränke pipi warm. Entschuldigung. Oh my God. In 15 Minuten, kurz vor dem Spiel, jetzt seine Würstchen noch fertig grillen und die warmen Biere auch noch kalt kriegen, ganz ehrlich, schaffe ich nicht. Vielleicht ja doch, denn im Internet gibt's tolle Tipps, wie man die Probleme angeblich in Windeseile lösen kann. Auf geht's, Tobi, 15 Minuten ab jetzt. Ich muss erstmal was... Was denn? Auf Klo? Ach nee, in die Abstellkammer. Wofür ist der Eimer? Da muss... Leitungswasser rein, steht zumindest im Internet. Halt kaltes Leitungswasser, so kalt wie es halt ist. Wie Leitungswasser aus einem Eimer und das war's? Toller Trick aus dem Internet. Eis, ich brauche Eis. Ah, das macht Sinn. Und noch was? Hier. Die Waffe. Salz. Und das soll ultraschnell kühlen? Ja, ich hoffe doch. Also zumindest steht es so drin im Internet. Ein Pfund Salz noch dazu und dann soll das funktionieren. Warum? Das Salz wird jetzt das Eis auflösen, wie man es so im Winter auch kennt. Und da wird wohl Energie gebraucht, also Wärme. Und die wird wohl jetzt aus den zu warmen Flaschen gezogen. Wer es glaubt, nur mal so, du hast noch 11 Minuten. Ach du Schreck. Okay, was war jetzt? Würste. Grill. Entschuldigung. Schon okay bei der Stressaufgabe, denn in 15 Minuten soll Tobi nicht nur warme Getränke kühlen, sondern auch Würste grillen. Problem, der Grill ist gar nicht an und nur noch 10 Minuten Zeit. Das Ganze wird nicht mit einem normalen Anzünder oder so passieren und auch nicht mit Spiritus, sondern auch mit einem kleinen Trick, mit einem Gerät. Ja? Hammer, was man im Internet für Tricks findet. Aber wenn's hilft, was für ein Gerät ist denn gemeint? So, das hier ist ein Heißluftföhn. Habe ich erst bei der Renovierung gebraucht zum Türen abbeizen normalerweise. Und das Ding soll die Kohlen schnell anmachen. Uah. Schön aufpassen. Mit dem Föhn, denn der heizt auf bis zu 600 Grad. Standardanzünder dazu und Blick auf die Uhr. Oh, wird eng, oder? Wie lange braucht deine Bratwurst? Ich glaube, länger als 5 Minuten. Wie war das noch? Turbo-Grillen mit Heißluftföhn? Sieht nicht wirklich gut aus auf den letzten Metern. Notfallplan? Guck mal. Clever. Direkt die Wurst föhnen. Ob die aber überhaupt essbar ist? Jetzt erfahren wir es, denn 15 Minuten sind um. Fuck. Heißt auf Deutsch so viel wie... Mist. Nur eine Wurst, ganz schön mau. Doch wie schmeckt sie und hat das Turbo-Getränkekühlen mit dem Eissalzwassertrick geklappt? Abrechnung. Die ist durch. Echt? Und schmeckt nach heißer Luft? Schmeckt wie eine Bratwurst. Ein bisschen angeröstet außen, die Pelle ist komplett runter. Aber ist egal, die schmeckt. Und jetzt nachspülen mit hoffentlich kaltem Bier. Oh mein Gott. Naja. Es geht, aber es ist nicht so kalt, wie man es haben möchte. Doch immerhin 7 Grad kühler als vorher. Aber im Ernst, 15 Minuten vor Anpfiff grillen und Getränke kühlen ist nichts. Dafür braucht man Ruhe und mehr Vorbereitungszeit. Hallo, so sieht man sich wieder auf unserem Sat.1 Frühstücksfernsehen-Kanal. Hier unten können Sie ein paar nette Kommentare abgeben. Und hier können Sie gleich das nächste Video klicken. Oder was richtig Wildes machen, den ganzen Sat.1 Frühstücksfernsehen-Kanal einfach abonnieren. Yeah, viel Spaß, wir sehen uns.